Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 6. Wir haben beim letzten Mal Chicharron, den Killervogel, kennengelernt. Und ja, wir schauen mal, wie wir heute weitermachen, was unsere nächste Mission ist. Und deswegen gehe ich einmal kurz ins Notizbuch und dann gucken wir einfach mal. Wir haben hier einmal, kontaktiere die Monteros in der Region Madrugada. Das ist, glaube ich, das, was wir beim letzten Mal gesehen hatten. Und alle Waffen von Juan, genau, das können wir noch nicht so direkt machen. Das hier wäre sogar in der Nähe, das könnten wir gerade noch mit einnehmen. Komm, lass uns das gerade machen, das sind halt nur ein paar hundert Meter. Und wenn wir schon hier unten sind, können wir es direkt mitnehmen. Na, ah, guck mal, runter ist es. So. Das ist echt effektiv, das Feuer. Oh. Mann, das war knapp. Oh. Autsch. Oh, brennt das hier wegen mir? Und da sind wir auch schon. Oh Gott, oh Gott. Ich lass mal den Wagen einfach geparkt hier stehen. Aber hier oben steht noch ein Fahrzeug. Ah, okay, nee. Kennen wir schon, haben wir schon. Und wir gucken mal. Haben wir hier irgendwo... Die verstecken sich alle, sag mal. Was ist denn los mit denen? Sauber. So. Da muss irgendwo noch ein Alarm sein. Und hier vorne haben wir noch einen. Wahrscheinlich da oben, oder? Da ist er. Kann ich sogar von hier aus schießen. Und dann haben wir das Ding auch schon fast aufgeräumt. Das sind unsere Leute. Ein Alarm. Wo? Ich sehe nur was Kaputtes. Hallo, grüß dich. Au, ah, oh, shit. Mann, ich, Oh. Wildtier hier drin. Wildwechsel. Wo ist das Wildwechselschild? So, komm mal her. Dann gehe ich mal gerade über den. So, dann gibt es wieder ein bisschen Loot. Und dann gehen wir noch hier rein. Müssen wir eigentlich, genau, reinkommen können. Und da ist das Schild. Ich habe halt leider nur nichts dafür. Haben wir eine Idee. Probieren wir mal, ob das geht. Oh, scheiße. Zack. Oh. Ah, dann ist es in jeder Fahrzeugübergabestelle für dich verfügbar. Sieh mal an. So, jetzt machen wir das hier. Ah, guck mal, das geht. Außenposten. Gesichert. Was ist das da hinten? So, wir sollen das Ding zu einer Übergabestelle bringen. Das wäre denn wo? Das ist wahrscheinlich einfach nur da, wo man die Fahrzeuge auch ruft, ne? Das denke ich mal. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt so weit fahren sollten. Komm, nehmen wir die gerade noch mit ein. Ist ja nicht so weit. Vorsicht, Flammenwerfer. So, jetzt aber. War der nicht ziemlich schnell? Ah, wobei, nee, ich glaube, der hatte eine langsame Beschleunigung, ging dann aber doch recht ab, wenn er einmal auf Touren war. Ich glaube, das war das. Und der schaukelt so schön, das macht Bock. Wobei der jetzt nicht der schnellste nach oben ist. Da ist eine Kiste.
Sind wir jetzt auf diesem... Nee. Oh. MG21. Oh shit. Gib Gas! Der fährt sich echt angenehm, muss ich sagen. Oh, ja, okay. Nicht, wenn er das macht. Savannah. Kann ich hier? Ja. Nigeria braucht Hilfe. Oh. Oh, scheiße, die kommen ja. Ah, die haben mich entdeckt. Verdammter Mist. Sauber. Granate! Na, ah, scheiße. Oh. Ach, das will ich doch nicht. Oh, schön. Wir hätten das. Achso, Moment, das muss ich ja gerade noch hier, ne? Das lassen wir uns nicht entgehen. Und das hier auch nicht. Alter Schwede, alles muss ich nachladen. So, jetzt aber. Und fertig. Teniente, hallo. Da müssen wir hin. Da ist auch was zum Zerstören. Sag mal, was machst du da? Ich brauche dringend neue Granaten. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Na? Ah. Ich brauche eine Karre. Ich versuche mal, ob ich da vielleicht wieder was rausbekomme. Es kann natürlich noch sein, dass der Counter noch läuft. Aber vielleicht haben wir auch Glück und kriegen dann da ein paar Granaten raus. Deswegen schauen wir mal. Mist. Ah, warte mal. Ist doch eh das hier. Kann ich das vielleicht... Ach so, ja klar. Das war ja nur... Was ist denn los? Versuch mal hiermit. Nee, dann machen wir es anders. Ich hole mir mal das Ding. Ah, warte. Da ist noch Eisen oder Metall. Ich hole mir das Ding da, was da die ganze Zeit irgendwie dagegen fährt. Stellt das davor, schießt das ab und dann explodiert das. Dann haben wir vielleicht das Geschütz auch hochgejagt. Jetzt ist halt hier mal Schluss, sag mal. Raus mit dir. Es gibt keine Gesetze mehr. Sorry. Du hältst dich doch verarscht. Komm ich überhaupt raus? Was? Okay, ja. Das ist sehr geil geparkt. Dann halt anders. Dann schnapp ich mir mal mein Vehikel. Ja. Zack. So. Achso, Moment mal. Die, jetzt... Verstehe ich, glaube ich.
wenn ich mal mir das durch den Kopf gehen lasse. Ich glaube, die Militärfahrzeuge muss man einfach selber abgeben und kann die nicht einfach scannen. Aber man bekommt die trotzdem. Wäre cool. Würde erklären, warum wir da auch Panzer drin haben. In der Liste. So, ich glaube, hier stehe ich ganz gut. Ich dachte jetzt, der fährt jetzt genau an dieselbe Ecke. Die Bombe ist fertig. Komm, geh hoch. Ja, sauber. Plan ist aufgegangen. Luftraum befreit. Oh. So, jetzt schauen wir nochmal ins Notizbuch. Was haben wir denn noch offen? Wir müssen wieder mit dem reden. Können wir eine Schnellreise eigentlich rüber machen? Ups, ich glaube, ich habe die abgewählt. Wo sind die jetzt hin? Ah, gerade. Ist das doch das? Moment. Ach ja, doch, tatsächlich. Schnellreise. Auf geht's. So, davon haben wir ein kleines Fahrzeug. Ich würde aber, glaube ich, direkt wieder das Auto rufen. Sind wir am schnellsten unterwegs mit. Ich brauche was mit PS. Pass gut drauf auf, Michito. Jo. Das weiß ich zu schätzen. Weg. Oh, was war das? Ich frage mich, ob hier Aufzeichnungen zu Castillos Kriegsverbrechen waren. Na, warte mal. So. Okay. Müssen wir bestimmt auch noch rein. Achso, Moment, der ist doch hier direkt, ne? Oder? Ja doch, der ist hier, genau. Ah, da rennt er doch. Grüß dich. Gracias, Dani. Du bist ein echter Krieger und Künstler. Ich habe Chicharrón noch nie so beeindruckt gesehen. Ich habe mal versucht, mit Chicharrón zusammen zu kämpfen. Aber er hat mir den Arm ausgerissen, um mich davon abzuhalten. Um mich zu beschützen. Aber jetzt hat Chicharrón jemanden, der ihn beschützt. Das ist gut, denn Chicharrón hasst die Armee und wird alles tun, um den Soldados Angst einzujagen. Es gibt ein Militärgebäude in der Nähe, in dem wichtige Dokumente lagern. Armeegeheimnisse, feindliche Standorte, Listen von Menschen, die das Regime hängen will. Chicharrón ist angewidert davon und will diese Dokumente in Stücke reißen. Dank Chicharrón werden sie bereuen, dass sie nicht papierlos arbeiten. Wirst du ein weiteres Mal an seiner Seite kämpfen? Hackordnung. Hilft Chicharrón, die Dokumente des Militärs zu zerstören. Das Regime hat sensible Dokumente und Informationen über die Guerilla gesammelt. Chicharrón ist nicht glücklich darüber. Du solltest auch nicht glücklich sein. Ah, nee. Nichts stellt sich zwischen Chicharrón und seine Beute. Ob lebendig oder aus Papier. Komm, wir gehen. Gut, Chicharrón. Geh voran. Wo gehst du hin? Ah, da drüben wahrscheinlich dann, ne? Das wäre jetzt, ganz lustig. Que bola? Carajo! Das teuflische Hund schon wieder! Hilfe! Ich hoffe, du bist hier, um uns beim Aufräumen zu helfen. Hilfe! Chicharrón hast also Hunde, Soldados und Bananen. Ihr seid alle Terroristen. Ah, Carajo! Meine Köpfe!
Warum tust du das? Diese Töpfe sind mein Leben. Dass er kein Schutzgeld verlangt, der Vogel. Oh. Halt, Chicharron. Warte. Ach nein, das wollte ich nicht. Ich will nicht laufen. Jo. Gracias. Der mit seinen Leuchtfüßen. Mann, warum haben wir denn so viele Pannen hier? Oh, ich kann nicht mehr. Komm schon. Oh, Feuervogel. Wie mein Tag war, fragst du? Naja, ich bin einem blutrünstigen Hahn in den Kampf gefolgt, nachdem er einen Trap aufgejagt hat. Und du so? Ja, müssen wir tatsächlich hier rein jetzt. Hier muss ich vorsichtig sein. Oh, das war's mit der Tür. Spitze! Wer sich mit Chicharron anlegt, legt sich mit mir an! Ja, komm. Ja. Wunderbar. So. Oh. Achso, die muss ich ja zerstören. Kann ich nicht? Ja, guck mal, geht ein bisschen besser. Juckt das gar nicht. Kann man nachladen und dann. Nee. Oh, hab ich auf der 1. Und einmal heilen. Oh shit, da unten ist noch was. Oh. Shit, shit, shit. Ich glaube, hier stehe ich eigentlich ganz gut. Ich wusste ja gar nicht. Wie schaffst du es, dich nicht auf Papier zu schneiden? Oh, shit. Na, komm schon. So. Jetzt haben wir's. Hola, die Daten sind alle zerstört. Chicharron geht es gut. Und den Soldados? Keiner hat überlebt. War ehrlich gesagt ein kleines Glück. Das ist Chicharrons Lieblingsbad. Vergiss nicht, seinen Namen an die Wand zu schreiben, um seinen Sieg zu verkünden. Je höher, desto besser. Ich bin unterwegs zu euch. Das sah mir gerade aus wie ein Geheimgang irgendwie. Oh, tote Leichen. Bericht von FND Militärgeheimdienst. Betreff Jelena Morales. Geschlecht weiblich, Alter 21. Vater René Morales vermisst. Mutter Estela Morales hingerichtet. Aufgrund der gesammelten Informationen wird Jelena Morales als hochintelligent und extrem gefährlich eingestuft und ist höchstwahrscheinlich die Anführung der als La Moral bekannten terroristischen Gruppe in LST. Es wird vermutet, dass die Gruppe nach Morales benannt wurde. Nach ihrem Universitätsabschluss arbeitete Morales kurzzeitig als Praktikantin für die Regierung. Ihre Computerkenntnisse wurden benötigt, um LST an ein drahtloses Netzwerk anzuschließen, das dem Militär die Überwachung der Region ermöglichte. Nach dessen Einrichtung hinterging Jelena Morales ihre Regierung, indem sie das Netzwerk sabotierte.
Ein Akt des Verrats. Zu ergreifende Maßnahmen. Tötung bei Sichtkontakt. Transport der Leiche direkt zu Admiral Benitez. Oder Festnahme. Transport direkt zu Admiral Benitez. Hi. Ich glaube, wir sind durch hier. Wo machen wir denn hin? Ah, wahrscheinlich vorne ran, ne? An die Front direkt hier. Ja, guck mal. Da muss ich mir wahrscheinlich auch dran hochziehen. Warte mal. So geht das. Gut, genau. Perfekt. Hallo Vogelmann. Was ist hier los? Jaranische Geschichte abgeschlossen. Den hatten wir schon, ne? Ja. So, die Zeit ist reif. Ich komme gleich zu dir. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut, denn die Folge ist schon wieder zu Ende. Und ja, ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Einschalten und hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt und keine weiteren... Ah, guck mal, kann man doch wieder Bremse lösen. Und keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.